Oh ja, bei mir. Ach, Eier habe ich gerade gar nicht. Gerade nicht. Tomatensuppe. Lecker Tomatensuppe. Und fülle ich Gemüsesuppe auf. Fünftausend. Eieiei, was für ein Akt. Was für ein Akt. Okay, das wäre die sonnige Ebene. Ich will die Lichtung des Vertrauens. Hier runter. Ist die Richtung des Vertrauens, ne? Ja. Oh, Hallöchen. Yoga lesen. Hatten wir doch vorhin schon. Spät, weißt Gut du? Gemacht. Dein Weg zur Lichtung des Vertrauens ist nun frei. Und jetzt fort mit dir. Es gibt viel zu tun. Viel und das ist jetzt die Gegend von Rapunzel. Alter. Sind dann hier nur noch drei Gebiete? Aber ich glaube, das dauert jetzt. Ich wüsste gern, wie man über diese ganzen Brücken rüberkommt. Die sind nämlich alle abgesperrt. Nee, das funktioniert immer noch nicht. Zitronen. Was habe ich jetzt hier? Ach, auch Eisenerz. Eieiei. Der Inventar ist voll. Warum kann ich manche Tierchen einfach nicht versorgen? Na, wie geht's? Gut, gut. Sumpfmilchkraut, oranges Sumpfmilchkraut. Ich verkaufe erstmal Kakaobohne. Okay. Eisenbarren. Rechter Wegweiser. Plumpsklo, wir können Plumpsklo herstellen. Bronze-tragbares Radio. Was hat man? Schwarze und weiße Mickey Maus. Wasserturm. Maschendrahtzaun. Alter. Teile zum Basteln. Fasern. Seetang. Nehmen wir mal ein bisschen was her.
Muss gleich mal mein Ladekabel holen. Dann mal mit dem Hundi raus. Maschendrahtzaun in Simoni. Maschendrahtzaun, actually, yeah, right. Nein. Nein. Einfach nein. Oh, ein Seil brauche ich noch. Ich habe ein Seil zu wenig gemacht. Nicht der Maschendrahtzaun. Einfach nein. Lehm, Eisenbarren brauche ich weiterhin. Und ich verkaufe einfach noch mal ein bisschen was. Und ich werde gleich mal das Haus erweitern. Hallo, Kumpel. Verkaufe einfach erstmal alles, was ich habe. Ist ja jetzt mittlerweile ein leichtes, das alles zu bekommen. Das natürlich nicht. Natürlich nicht verkaufen. So, aber dann kann ich in Ruhe das Haus verkaufen. Also, erweitern. Kaufe Gemüse. Um die ganzen Quests kümmern wir uns dann. Yeah. Einen schönen Tag noch. Und einmal das Haus aufbessern. Okay, jetzt haben wir wieder so richtige Fenster. Wie teuer wird es beim nächsten Sei Mal? gegrüßt, Nachbar. 20.000! Also die Preise sind Auf echt einfach nur Wiedersehen und bis Wucher. bald. Also die Preise sind echt Wucher. Erweitern, Raum hinzufügen. Boah, und dafür dann halt auch noch meine. Erste Etage. Wie viele Etagen gibt's? Erzähl mir was vom Game. Kann mir so nichts unter vorstellen. Also in dem Game erledigst du halt hauptsächlich Aufgaben für die Disney-Charaktere. Wie Goofy, Merlin, Donald, Mickey. Und eigentlich ist es mit Animal Crossing und Stardew Valley zu vergleichen. Also erledigst, wie gesagt, deine Aufgaben, sammelst Sachen, baust Gemüse und Obst an, pflegst deinen Garten und sorgst dafür, dass das Dorf halt vom Bösen befreit wird. Von so komischen Dorn, aka Dornröschen, gehe ich jetzt einfach mal spontan von aus, weil, ne? Diese Dornen sehen halt eins zu eins aus wie die von Dornröschen damals. Und ja. So weit bisher. Also mehr weiß ich tatsächlich halt auch noch nicht. Auch wenn wir jetzt schon. Ja, unsere 12 Stunden auf der Uhr haben. Aber storytechnisch ist halt. Es zieht sich ein bisschen. Schlafzimmer. Wir können halt, wie hier jetzt halt, unser Haushalt gestalten. Und können hier halt alles fertig machen. Und ja. Du hast halt hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, alles so zu machen, wie man es gerne hätte, halt auch, ne? Was deine eigenen Räumlichkeiten angeht. Du kannst halt deinen Charakter. Wenn dir der jetzt hier so nicht gefällt, kannst du ihn trotzdem immer wieder verändern. Augenmäßig und so weiter. Hast auch zig Sachen, die du dir anziehen kannst. Das hier ist jetzt gerade einfach nur, ja. probehalber. Du kannst halt hier wirklich eigentlich deine Fantasie frei laufen lassen. Sagt, hier hast du dann halt wirklich alles. Ja. Ne? Hast dann deine Truhe, da kannst du dir was reinpacken. Gut, ist nicht so viel Platz, sage ich jetzt, aber es passt. Es passt. Und das macht sehr viel Spaß. Es hat einen Suchtfaktor.
Zumindest wenn man halt auf Sammeln und sowas steht. Dann hat es definitiv einen Suchtfaktor. So. Alles. Was haben wir denn hier? Ich glaube, hier mache ich lieber das rein. Nee, lieber das so. Und im Nebenraum weiß ich noch nicht, bisher nicht. Man kann, also es wird, glaube ich, erweitert. Ja, desto weiter du dein Haus ausbaust, desto mehr wird sich auch die Truhe erweitern. Also dadurch, dass, also du startest erst mit dieser einen Reihe. Ich habe jetzt das Haus vergrößert, kommt die Reihe hinzu und du kannst dir halt Inventarplatz holen. Also ich gehe mal von aus, es wird sich auch noch einiges an den Preisen hier verändern. Weil 20.000 ist halt für die Erweiterung deines Inventars sehr heftig. Ist halt noch im Early Access, ne? Also es, so wie es jetzt ist, wird es definitiv nicht bleiben. Aber es ist schon echt gut, finde ich. Ohne, dass ich mich weit aus dem Fenster lehne. Aber ich finde es tatsächlich schon echt richtig, richtig gut. Okay. Kann ich da leider nicht anders hinsitzen. Ja, also für 30 Euro ist das echt gar nicht übel. Finde ich. Also da habe ich andere Spiele schon gespielt, wo es sich definitiv nicht gelohnt hat, der Preis. Also da sieht das hier ganz anders aus. Wie gesagt, du kannst dann halt die Räume auch noch vergrößern. Es geht dann halt, desto weiter du in der Story voranschreitest. Hier kannst du dich dann hinstellen, erweitern und hier kannst du dann halt auch nochmal vergrößern, kannst die anderen Räume noch hinzufügen. Es steht erst die Etage da, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann noch eine zweite Etage gibt. Kannst die Räume selbst benennen. Also, ja. Ich find's geil. Man hat hier halt auch durch, zum Beispiel hier durch das Radio, hast du halt zum Beispiel auch Disney-Lieder. Ich weiß nicht, ob im Nachhinein noch welche hinzukommen. Ich glaube, einige Synchronsprecher vom eigentlichen, also von den eigentlichen Darstellern sind auch mit dabei. Auch wenn nicht so direkte Synchro da ist. Aber halt dieses, oh Junge, oder sowas. Ne? Was dann Mickey öfters macht. Das sind nicht alles Originalsprecher, aber zum Beispiel Kristoff aus Frozen hat die gleiche Stimme. Ich glaube, Minnie hatte die gleiche Stimme. Donald. Also Merlin hat auf jeden Fall nicht die gleiche Stimme. Aber gut, der Sprecher ist auch schon seit 30 Jahren tot. Also, da wo es geht, haben sie die Originalstimmen tatsächlich genommen. Handschuhschrank. Und hier kannst du dann halt wirklich alles so gestalten, wie du lustig bist. Schaufensterpuppe. Gut, passt alles jetzt noch nicht so wirklich zusammen, aber es ist zumindest schon mal besser als gar nichts. So, für den Anfang passt das alles. Das Bandschild können wir da auch mit hinhängen. Wird das Ganze hier auch mal ein bisschen leerer. Ja, ich melde mich erstmal ab, muss meinen Stream vorbereiten. Viel Spaß noch. Alles klar, Leon. Dann dir auf jeden Fall viel Spaß bei deinem Stream.
Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich mache auch gleich eine kurze Pause. Ich muss auch noch gucken, was ich esse. Also, ja, mal gucken. Regaleinheit. So, das kommt dahin. Böden. So, Tapete. Wunderbar. Wunderbar. Wir konnten das Hausfenster erweitern. Das heißt, mal gucken, was wir jetzt hier noch so machen. Auf jeden Fall so ein bisschen Käse mit runtergeholt. Weil ich einfach nur Hunger habe. Okay, Story-Aufgaben machen wir jetzt erstmal nicht. Glaube ich. Lehm weiß ich noch nicht, wo wir es herkriegen. Sieh dir die Liste an. Okay. Bei einem blauen Haus. Bei dem da. Und da, wo die Treppe runtergeht. Da ist es. So, Nummer uno. Das andere, weiß ich auch, wo es ist. Das ist kein Ding. Müssen wir nur einmal fix hier runter. Okay. Hm.
muss noch mal ganz kurz was nachgucken. Okay. Noch eine Etage tiefer. Hier. So, das letzte Stück wird jetzt ein bisschen schwieriger. Deswegen kann man Hosen anziehen darunter. Okay. Bei einer Brücke, wo man den Berg da sieht. Auf der anderen Seite. Aber hier will ich auch einmal hin. Okay. Okay. Dafür müssten wir dann einmal auf die andere Seite. Dauert ja jetzt keine 3 Jahre, ne? Oh nein, überhaupt nicht. Da war der Christoph rum. Und hier. Nee, doch nicht. Wo ist hier denn sonst eine Brücke? Sag mir nicht unter einem von den Dingern hier. Nee, da vorne. Ja. Ups. Gott. Habe ich aus Versehen ein Loch gebuddelt. Doch auf der anderen Seite. Des dritten Buches. Da. Nee. Okay, Jesus. Und jetzt alle Bücher zu Remy, der sich da oben befindet. Okay. So schieben wir einmal dahin. Ist sogar das so am nächsten. Mist. War dumm. Ich hätte mich direkt auf den Platz teleportieren können. Manchmal ist man echt doof. Entschuldige, aber ich bräuchte mal die Hilfe eines Menschen. Hey, du bist meine Bücher, das ist toll. Danke, Daria. Oh, und ich weiß auch schon, welches Gericht ich für dich kochen möchte. Hier ist unser Rezept mit Erdnüssen. Wenn du mir ein paar Erdnüsse besorgst, werde ich das für dich zubereiten. Ich liebe Erdnüsse.
Ich auch. Süß, bekannt, sie passen zu beiden. Da fällt mir ein, dass ich nach dem Vergessen einen großen Vorrat davon nach Paris gebracht habe. Ich habe keine Erdnüsse im Tal gesehen. Ich kann zurück nach Paris gehen und Erdnüsse besorgen. Oh, das wäre fantastisch. Au revoir. Okay. Gut, dann einmal nach Paris zurück. ...3000 bräuchte ich dafür. Die anderen kann ich ja auch noch nicht rein, ne? Ne. Das dauert. Hier. Hey, betreten. Und wieder verlassen. Ich muss ein bisschen auf die Uhr achten. Entschuldige, aber ich bräuchte mal die Hilfe eines Menschen. Da, bitte, nimm. Hallo! Du hast die Erdnüsse gefunden. Lass uns aus den Erdnüssen, die du mitgebracht hast, eine meiner Lieblingsgerichte zubereiten. Au revoir! Geh zu deinem Inventar und verwende die Rezepte, die Remy dir gegeben hat. Bananenkuchen, Erdnussbutterwaffel. Okay, dafür brauche ich das. Okay. Ich brauche auf jeden Fall Weizen. So, gehen wir gleich einmal gucken, was der Hund da oben anstellt. Ist hier irgendwas gerade auf Zeit? Ganz seltsam. Ganz, ganz seltsam. Okay, dann kaufe ich das Ding jetzt nochmal. Wow! So, gut. Bis bald! Dann müssen wir damit halt warten. Aber dann gehe ich gleich schon mal ins Dingens-Menü. Ins Final Fantasy-Menü. Okay. Und dann gucke ich gleich einmal nach meiner Pizza. Ja. Dann einmal Spiel speichern. Und dann einmal verlassen.